Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live in meinem kleinen Studio für euch mit einem neuen spannenden Video über Balkonsolaranlagen. Ja, viele von euch sind vielleicht gerade auf der Suche danach oder schon seit einigen Monaten, müssen allerdings feststellen, dass die Versorgungslage da durchaus mau ist. Es ist wirklich extrem schwierig heutzutage an eine vernünftige, vom preislichen Niveau her vernünftige Balkonsolaranlage zu gelangen. Und ja, das ist nicht erst seit gestern so. Und das wird auch in Zukunft nicht einfacher werden. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich mir eine Balkonsolaranlage selber zusammenbauen möchte. Welche Komponenten brauche ich dafür? Wo muss ich genau auch bei der Komponentenauswahl drauf achten? Und vor allen Dingen, wie viel Geld kann ich denn am Ende damit sparen, wenn ich mir meine Balkonsolaranlage einfach selber zusammenstelle? Ja, dann steigen wir erstmal ein mit so einem groben Überblick. Wie sieht das eigentlich aus mit den Balkonsolaranlagen von den Händlern oder Online-Shops, die man bisher so erwerben konnte? Warum ist da eigentlich so schwierig dran zu kommen und warum sind die so enorm im Preis gestiegen? Ja, das kann ja nicht immer einfach nur ihr Angebot und Nachfrage und so weiter sein. Ja, nee, da ist auch viel, sage ich mal, das Problem, dass die Seefracht so extrem teuer geworden ist. Da sagt man sich, ja, okay, Seefracht 5 Euro mehr oder was? Nee, Freunde, nur damit man so ein Gefühl dafür kriegt. Das ist wirklich ein bisschen dramatisch. Das hat sich war schon wieder ein bisschen etwas entspannt, aber nichtsdestotrotz, also bis 20, also so 2020 rum, da hat so ein Seekontainer 40 Fuß, Standardroute, was das, Shanghai, Rotterdam oder was, der hat so etwa 2000 Dollar gekostet, 40 Fuß, da passen also einige Solarmodule und Wechselrichter rein, kannst du sagen, ja. Und das Ganze hat sich dann über Corona, Schließung der Häfen und Lockdowns und so weiter, diese ganzen Lieferketten sind dann ja auch gestört gewesen, dann haben jedenfalls zwischenzeitlich die gleichen Container für diese Route, ich glaube, der Höchststand war so im September 21 erreicht. Da kostete so ein Container 14.000 Dollar. Das muss man mal vorstellen, das Siebenfache. Und das schlägt sich natürlich dann letztendlich auf alle Produkte nieder, die dann letztendlich von Shanghai irgendwie hier in Richtung Europa transportiert werden müssen. Unter anderem eben auch die Solarpanels. Jedenfalls haben, also meine Balkonsolaranlage, die ich hier habe, die hat seinerzeit, das war genau Anfang 21, glaube ich, habe ich die bekommen. Muss ich nochmal reinschauen. Da hat die so etwa 800 Euro, 850 Euro plus das Haltersystem, also so um die 900 Euro gekostet. Ja, das war so der Standardpreis für eine 600 Watt Anlage, komplett mit allem drum und dran. Ja, also komplett als Set, rundum sorglos sozusagen. 900 Euro. Und zwischenzeitlich, also ich habe in Online-Shops, ich habe das immer mal verfolgt, da waren zwischenzeitlich für 900 Euro standen da 300 Watt Anlagen drin, also mit einem Modul und einem kleinen Wechselrichter, nicht 600 Watt, ne, für 1000 Euro oder 900 Euro, sondern 300 Watt. Und 600 Watt Anlagen wollten manche Händler teilweise 1800 Euro oder mehr für haben, ne, so Heidewitzka, sage ich nur. Und da muss man auch dann wirklich sagen, nee, das bringt's dann nicht, vor allen Dingen bei den Energiekosten und so weiter, hat das jetzt bis vor kurzem noch gar keinen ernsthaften Sinn gemacht. Naja, nun, jetzt wissen wir ja, haben wir was gelernt, die Energiekosten steigen und steigen. Das heißt also auch, eine etwas teurere Balkonsolaranlage, ne, wenn die jetzt so im Bereich um die 1000 Euro lege, und das ist so der Bereich, wo die sich aktuell auch so einpendeln. Wie gesagt, wenn sie verfügbar sind, die meisten Online-Shops haben immer noch Probleme mit dem Nachschub oder sie haben eine relativ lange Lieferzeit, aber man kann sie trotzdem bestellen, dann liegen die so im Bereich von 900, 950 Euro. Da kommt aber dann auch oft noch die, ja, die entsprechende Halterung obendrauf, die dann nochmal so etwa 200 kostet. Das heißt, so im Schnitt liegst du aktuell bei so einer 600 Watt Balkonsolaranlage bei grob 1150 Euro, wenn man sie eben als Komplett-Set im Online-Shop kauft. Ja, aber wie sieht das denn jetzt aus, wenn man sich so ein Balkonkraftwerk einfach selber zusammenstellen möchte? Das ist eigentlich auch gar kein Problem. Ja? Die Einzelteile, die Einkaufsliste ist vergleichsweise kurz und zum Zusammenstellen bedarf es jetzt nicht wahnsinnig viel Fachkenntnis. Deswegen gehen wir das jetzt mal so zusammen durch, wo man so im Einzelnen bei den Komponenten drauf achten sollte, wenn man sich eine eigene Balkonsolaranlage zusammenstellt. Fangen wir an beim Wichtigsten, das ist natürlich der Wechselrichter. Wir rechnen das Ganze jetzt durch für eine 600 Watt Anlage. Ja, wir wollen ja unsere Möglichkeiten voll ausschöpfen, also 600 Watt Balkonsolaranlage mit zwei Photovoltaikmodulen. Wer jetzt nur Platz für ein Photovoltaikmodul hat, der kann natürlich auch einen kleineren Wechselrichter nehmen, wobei jetzt die Komponenten alle die gleichen bleiben, nur eben so ein bisschen anders ausgelegt werden. Jedenfalls, Wechselrichter ist das Wichtigste, wo man vor allen Dingen darauf achten muss, wenn man jetzt bei den Marken, also ich sag mal so, von der Erfahrung her, gute Erfahrung habe ich persönlich gemacht mit Heumals zum Beispiel. Die Wechselrichter sind zertifiziert, NA-Schutz drauf, nach allen entsprechenden DIN-Normen geprüft.
geprüft und so weiter. Da habt ihr dann meistens auch kein Problem, wenn ihr eure Anlage dann beim Netzbetreiber anmelden wollt. Die wollen das dann nämlich sehen, und das ist auch in Deutschland enorm wichtig, dass euer Wechselrichter diesen NA-Schutz integriert hat. Wer mein Video da kennt, wo ich den Stecker einfach mal rausziehe und anfasse und so, das ist eben schon enorm wichtig. Ohne NA-Schutz solltest du das nicht machen, denn dann ist auch die Inbetriebnahme in Deutschland verboten, zumindest als netzgekoppelte Anlage. Und also Heumalz ist eine, den ich empfehlen kann. Die kann man einzeln kaufen, die liegen so grob bei 300 Euro. Mit ein bisschen Glück kommt man da auch so für 280, 290 Euro dran, aber das ist so der Preis, den man dafür bezahlen muss. Andere Marke, die auch noch relativ gut ist, ist Growatt. Growatt ist ein bisschen teurer als die Heumalz, sind aber letzten Endes genauso zertifiziert. Da kann ich nur sagen, wenn ihr die irgendwo kauft, welche Marke auch immer, vor allen Dingen, wenn ihr in ausländischen Shops kauft, ja, immer darauf achten, dass die entsprechend für die deutschen Zulassungen und so weiter, dass diese Zertifikate alle beiliegen. Lieber einmal nachfragen, ob das wirklich alles funktioniert, wenn diese Datenblätter oder eben diese entsprechenden Zertifikate nicht direkt im Online-Shop dann auch zum Download zur Verfügung stellen. Also wie gesagt, für den Wechselrichter können wir erstmal so roundabout 300 Euro einrechnen. Ja, und dann kommen wir zum zweiten extrem wichtigen, nämlich den PV-Modulen am Ende des Tages. Da muss man, würde ich immer als allererstes, nach den Abmessungen schauen. Vor allen Dingen jetzt, je nachdem, wie ihr die installieren wollt. Wenn ihr die irgendwie oben aufs Carportdach oder so montieren wollt, wo es letztendlich auf einen Zentimeter nicht ankommt, dann ist das relativ egal, aber viele möchten die ja auch an einem Balkongeländer installieren, und da sollte man schon einmal messen, wie breit ist denn der Balkon, passen da zum Beispiel zwei Module waagerecht nebeneinander hin, ja, weil die in den Größen schon durchaus unterschiedlich sind. Also das geht los, wenn ich jetzt mal die Höhe mal breite, ne? Die Höhe, meine Module hier, die sind so 1,71, und das schwankt schon so zwischen 1,78 und 1,65 schwanken die schon in der Höhe. Ne? Und wenn es knapp ist, dann sollte man natürlich besser ein etwas kleineres Modul nehmen als so ein großes, genau von der Breite das gleiche. Auch da schwanken die durchaus so in so einem Bereich von nahe 85 bis 1,10 Meter oder so. Ne? Also da sind schon Schwankungen drin, und je nachdem, was man vielleicht auch für ein Haltersystem und so weiter sich aussuchen oder machen möchte, da muss man immer schauen. Aber das ist der Vorteil, wenn man sich das System selber zusammenstellt, dass man sich natürlich die Module auch so aussuchen kann, wie man sie gerne hätte. Die gibt es auch mit unterschiedlichen Leistungen. Da kann man auch drauf schauen, die entsprechende Watt-Peak-Angabe. Die meisten Module liegen so im Bereich 320 bis 350 Watt-Peak, ne, für ein Modul letzten Endes. Die gehen aber durchaus auch hoch. Also ich habe jetzt hier auch einige von Yasolar gesehen, die haben schon 410 Watt-Peak, ja, bei gleicher Größe. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Warum? Da kommen wir gleich nochmal drauf. Jedenfalls, solche Module kannst du immer so sagen, so ganz grob liegst du da pro Modul bei etwa 200 Euro. Mit Versand wohlgemerkt. Bei den Modulen muss man extrem auf Versand achten. Auch da wieder, wenn ihr die sonst wo bestellt, da kann es dann schon sein, dass so ein Modul zwar nur 100 Euro kostet, aber dann kommen da auch noch 50 Euro Versand drauf. Das ist auch so eine Sache, vor allen Dingen, weil die sehr empfindlich sind. Das heißt, wenn die der DPD-Mann auf den Hof wirft, dann sind die meistens auch im Arsch. Also da muss man schon ein bisschen drauf achten. Das ist bei den Dingern nicht ganz so schön. Ansonsten, von den Abmessungen her ist das eine Sache. Das Ganze muss natürlich passen. Und die elektrischen Geschichten, da gibt es auch noch drei entsprechende Kenngrößen, die zum Wechselrichter passen müssen. Die muss man vorher einmal vergleichen. Da müsst ihr euch das Datenblatt von eurem Wechselrichter, den ihr euch aussuchen wollt, müsst ihr dann rausnehmen, und das entsprechende Datenblatt von dem Photovoltaikmodul. So, und dann geht es um drei Größen. Einmal nämlich die maximale Spannung des Wechselrichters bzw. die Leerlaufspannung des Photovoltaikmoduls. Die muss man schauen, dass die übereinstimmen bzw. dass die Leerlaufspannung des Photovoltaikmoduls nicht höher ist als die maximale Spannung jetzt auf der DC-Seite des Wechselrichters. Dann natürlich auch die Ströme. Da muss man die maximalen Ströme, muss man sich dann anschauen, dass auch das passt, ne? Wobei das meistens auch, sage ich mal, von dem Bereich her passen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es immer gut, das vorher einmal zu kontrollieren, nicht, dass man das zusammenschließt und ja, dann funktioniert es eben nicht. Und ja, zu den maximalen Spannungen und maximalen Strömen kann man auch noch einmal schauen. Die maximale Leistung pro Kanal nennt sich das meistens. Das heißt also, euer 600 Watt Wechselrichter, der hat in der Regel dann zwei Kanäle, dass man also jeweils ein Photovoltaikmodul anschließen kann. Und wir haben ja eben schon, oder ihr habt es ja wahrscheinlich schon ausgerechnet, Moment mal, wenn ich jetzt einen 600 Watt Wechselrichter habe und ich habe jetzt aber ein 400 Watt Solarmodul, ist das ja schon mal viel mehr als 600 Watt? Ja. Und genau deswegen muss man auch einmal schauen, die Wechselrichter können in der Regel immer ein bisschen mehr. Das schwankt also durchaus zwischen 350, 400, teilweise bis über 500 Watt, was so ein 600 Watt Wechselrichter auf einem Kanal aufnehmen kann.
Der Vorteil, wenn man das macht, wenn ich jetzt also tatsächlich 800 Watt, ja letzten Endes 800 Watt Peak an Solarleistung installiere, aber nur einen 600 Watt Wechselrichter habe, da gibt es einen großen Vorteil. Bei schlechtem Wetter, da produzieren eben die 800 Watt insgesamt installierte Leistung wesentlich mehr Energie oder mehr Strom, als meine, wenn ich da jetzt nur 600 Watt anschließen würde. Natürlich, bei voller Sonneneinstrahlung, wenn ich jetzt also wirklich Vollgas habe im Sommer, dann wird natürlich abgeschnitten bei 600 Watt, dann würde ich jetzt technisch gesehen mit meinen Modulen mehr Energie erzeugen können. Das wird aber dann eben begrenzt durch den Wechselrichter. Aber in der gesamten anderen Zeit produziere ich halt mehr Energie und das steigert enorm die Ausbeute von dem Ganzen übers Jahr gesehen und ist deshalb immer zu empfehlen. Also ich würde immer sagen, ne, dass man schaut, so viel Energie wie möglich zu bekommen, also sprich jetzt so hoch wie möglich zu gehen mit den Photovoltaikmodulen. Wenn man 400 Watt bekommt und der Wechselrichter das pro Kanal auch aufnehmen kann, überhaupt kein Problem, würde ich immer bevorzugen. Ja, als nächstes kommen dann die Anschlussleitungen, das Ganze, was man braucht. Ja, irgendwie müssen jetzt ja die Ströme auch transportiert werden. Und auch da wieder, jetzt müsst ihr euch ja vorstellen, ihr habt eure Anlage, einen Wechselrichter, zwei Module. Ihr braucht also jetzt pro Modul jeweils zwei DC-Leitungen. Allerdings ist das jetzt nichts, was man mal eben so macht. Ne? Also sprich jetzt als technischer Laie würde ich das jetzt nicht empfehlen. Da braucht man nämlich auch spezielles Crimp-Werkzeug für. Das muss man schon richtig machen, damit das auch funktioniert. Ist aber auch preislich eigentlich egal, weil die kann man auch als komplettes Kabel kaufen. Also wenn man es jetzt möchte, ne, mit Stecker dran und so weiter, genau passend als Anschluss-Set für ein Photovoltaikmodul an einen Wechselrichterkanal. Ja, also von da würde ich mir gar keinen drauf fertig machen. Guckst dir die Länge raus, wie viel du brauchst und dann kaufst du das direkt als komplett fertiges Kabel. Ist wesentlich einfacher und kostet nicht mal unbedingt mehr, als wenn du jetzt die Dinger einzeln da zusammenbasteln würdest. Wenn du dann auch deine Zeit dabei abziehst, bist du da sogar noch billiger mit. Ne? So, das ist erstmal das eine auf der Gleichstromseite und dann brauchst du natürlich auch noch eine Anschlussleitung für deinen Wechselrichter, für die Steckdose. Auch da bist du jetzt an dieser Stelle freigestellt. Von der Leitungslänge zum Beispiel, Anschlussleitung, musst du halt gucken, auch da wieder, wo der Wechselrichter installiert ist, dass du dann eine Gummileitung, das ist dann so H07RN oder was, dass du da halt eine Gummileitung dann nimmst, dreiadrig, 1,5 Quadrat. Dann kannst du auf die eine Seite, was du möchtest, drauf machen, entweder einen Schuko-Stecker oder halt einen entsprechenden Einspeisestecker, je nachdem, was du dann auf der anderen Seite hast. Wenn du jetzt eine Einspeisesteckdose hast, dann baust du natürlich einen Einspeisestecker dran, ansonsten eben einen ganz normalen Schuko-Stecker. Und auch da, wie gesagt, Kabellänge und so weiter, bist du da ja relativ offen. Das heißt, das kann man sich vorher ausmessen, entsprechend die Leitung kaufen, Stecker kaufen und los geht's. Ne? So, und das war es im Prinzip auch schon, was die Steckerleitungen anbelangt, ist auch preislich eigentlich absolut im Rahmen an der Stelle. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann noch das entsprechende Halterungssystem, wenn man sich das halt auch leisten möchte. Ja? Ich habe schon viele Eigenbaulösungen gesehen, wo sich halt die Leute die Anlagen einfach auf das Hüttendach mehr oder weniger geschraubt haben, ohne großes Haltersystem. Kann man bei zwei Solarmodulen natürlich auch machen. Ja? Aber wenn man sie am Balkongelände anbringen möchte, ist das manchmal auch ein bisschen schwierig und deswegen empfiehlt sich da manchmal schon, zumindest zu schauen, was es da so gibt. Da gibt es natürlich durchaus viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel hier auch da gehabt, ein normales und dreieckiges Halterungssystem zum Aufständern. Damit kann man die zum einen am Balkongelände anbringen, das ist dann eine Möglichkeit. Oder eben, man kann die auch auf einem Flachdach, zum Beispiel so einem Carport oder einer Gartenhütte, jetzt einer flachen, dann einfach oben mit aufständern dann. Ne? Also das wäre so eine Sache, das sind meistens auch die etwas teureren Module oder eben die ganz einfache Dachmontage, das heißt so, wie ich es hier auch am Ende gelöst habe, mit dem gleichen System, wie praktisch auch eine große Photovoltaikanlage montiert wird, mit entsprechenden Halterungen und Schienen, wo dann die Photovoltaikmodule drauf angeschraubt werden. Kann man beides machen, letzten Endes so ein komplettes Haltersystem mit eben allen Halterungen, allen Schrauben wohlgemerkt, da muss man immer gucken, bei den billigen Dingern, da sind meistens keine Schrauben dabei, die muss man extra kaufen, kostet dann auch wieder, ist immer ärgerlich. Aber dann liegst du so rund pro Modul bei 85 bis zu 110 Euro für ein Modul, wie gesagt. Das heißt also, in diesem Bereich muss man für das Haltersystem durchaus auch so 180 bis 200 Euro nochmal einplanen. Naja, und wenn wir dann die Gesamtkosten mal so durchgehen, ich kann das ja immer einmal kurz so aufschlüsseln, dann sehen wir, dass wir mit allen dabei, also Wechselrichter, mit den PV-Modulen, mit Kabel, Steckern und so weiter, ein bisschen Versandkosten müssen wir natürlich auch einrechnen. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wo man echt aufpassen muss, vor allen Dingen, wenn man viele Sachen in unterschiedlichen Shops kauft. Oft ist man über so einer Grenze, 300 Watt für so einen Wechselrichter ist meistens versandkostenfrei.
Die Module kosten meistens immer Versand, weil sie eben so groß und schwer und teuer zu versenden sind. Und bei vielen anderen Sachen muss man dann eben schauen, dass man da, wie gesagt, bei Versandkosten, das ist so ein bisschen der springende Punkt, man kann da durchaus 50 bis 80 Euro mehr für ausgeben, nur an Versandkosten. Ne? Das ist immer so ein bisschen so ein Ding, aber wer viel im Internet bestellt, der kennt das Problem wahrscheinlich auch. Aber wir sehen, am Ende sind wir irgendwo so bei 900, 950 Euro. Und naja, das ist jetzt nicht der Mega-Schnapper. Letzten Endes, was ich meine, das ist so der Bereich, wo vor eineinhalb Jahren ungefähr mein System auch gelegen hat oder was so vor eineinhalb Jahren der normale Preis war. Aber in Anbetracht der heutigen Lage sind das durchaus 200 Euro, die ich einsparen kann im Vergleich zu so einem Komplettset, den ich eventuell irgendwo vom Händler kaufen könnte. Ja, welche Vorteile haben wir mit unserer kleinen Do-It-Yourself-Balkonsolaranlage gegenüber jetzt einem gekauften Set? Naja, zum einen haben wir ja gerade ausgerechnet, haben wir durchaus schon mal einen Preisvorteil und ich würde mal schon sagen einen signifikanten. Also ob ich jetzt 900 bis 950 Euro oder eben so 1100 bis 1200 Euro ausgebe, ist auf jeden Fall schon mal ein Argument. Dann habe ich durchaus eine etwas bessere Auswahl bei den Komponenten, ja, was ich gerade meine, wenn man die Photovoltaik-Module vielleicht 5 cm kleiner benötigt oder man möchte gerne anstatt der 350 Watt lieber 400 Watt Module haben, dann kann man sich das an der Stelle eben selber zusammenstellen, ne? Und ist eben nicht darauf angewiesen, was einem dann der Online-Shop als Komplettset dann an der Stelle anbietet. Und was natürlich auch noch ganz fein ist, so ein Komplettset, der kann natürlich nur verkauft werden, wenn auch alle Komponenten von den entsprechenden Herstellern alles parat hat. Ansonsten kann der Online-Shop das nicht darstellen. Wenn man aber einen Komponenten kauft, dann ist man ja nicht auf einen Shop angewiesen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne einen Heumalz-Wechselrichter haben, der ist aber gerade nicht verfügbar, aber ich kann einen Growatt kriegen, ja gut, dann nehme ich halt einen Growatt. Ne? Also ich kann meine Komponenten wesentlich einfacher variieren und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, auch wenn, auch bei den ganzen, also selbst bei den Einzelkomponenten ist die Versorgungslage nicht so einfach, das muss man auch sagen, also auch die Wechselrichter kriegst du jetzt nicht an jeder Ecke und auch die PV-Module und so weiter, aber sie sind verfügbar. Ne? Man muss nur ein bisschen gucken, dass man sie eben fürs vernünftige Geld bekommen kann, deswegen ja auch hier so ein bisschen die, dass man so ein bisschen sieht, was sie heutzutage so kosten dürfen. Und ja, aber es ist letztendlich verfügbar und dadurch, dass ich nur Einzelkomponenten kaufe, habe ich eben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich so einen kompletten Set auch überhaupt zusammenbekomme. Ja, also das ist natürlich auch schon mal nicht schlecht. Das Ganze geht natürlich nicht ganz ohne Nachteile. Natürlich braucht man so ein ganz klein bisschen Grundkenntnis, was ich eben vermittelt habe, dass man wenigstens versteht, wie funktioniert so ein Datenblatt, worauf muss ich jetzt beim Wechselrichter achten, was ich eben meinte, Spannungen, Ströme, Leistungen, dass das mit den Solarmodulen zusammenpasst. Das muss ich schon vergleichen können. Ansonsten bin ich natürlich aufgeschmissen. Also wer absolut keine Ahnung davon hat, der sollte das auch nicht tun in so einem Do-It-Yourself-Verfahren. Der sollte dann lieber warten, bis ein Online-Shop sowas verfügbar hat oder sich eventuell von einem Kollegen helfen lassen, der da zumindest so ein bisschen schauen kann, weil ansonsten ist natürlich die Gefahr relativ groß, dass man dann die Komponenten zwar zusammenkauft, aber man steckt die zusammen und die funktionieren einfach nicht zusammen, ne? Weil man irgendwas nicht beachtet hat, ne? Oder am Ende die falschen Stecker bestellt hat oder, ne? Also da kann man natürlich nichtsdestotrotz einiges falsch machen, auch wenn man jetzt keine tieferen Kenntnisse braucht, aber nichtsdestotrotz ein bisschen technisches Verständnis muss man für Do-It-Yourself natürlich haben. Naja, und das war es dann jedenfalls an der Stelle auch schon für unsere Do-It-Yourself-Balkonsolaranlage. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen helfen. Wie gesagt, wer da ein bisschen Bock drauf hat, sich sowas mal selber zusammenzustellen, ist eigentlich nicht so wahnsinnig schwierig. Ihr habt es gesehen, es ist wirklich nur, wir reden über eine Handvoll Komponenten. Es ist wirklich nicht viel, zwei Daten im Datenblatt übereinander legen, ob das Ganze zusammenpasst. Wenn dann noch irgendwelche Fragen sein sollten, schreibt es gerne in die Kommentare, gar kein Problem. An der Stelle möchte ich mich natürlich auch noch bedanken bei allen, die in dem letzten Video Kommentare drunter geschrieben haben oder auch geliked haben oder vielleicht sogar meinen Kanal abonniert haben. Ihr wisst, für so einen kleinen Kanal ist das schon relativ wichtig, dass da immer so ein bisschen Interaktion von eurer Seite besteht, damit der YouTube-Algorithmus kapiert, dass das hier durchaus ein interessantes Video ist. Ich mache ja sehr viel so Nischenthemen, die eben jetzt nicht so trendy sind. Ne? Und da ist es dann schon relativ schwierig, dass so ein Video auch die Zuschauer erreicht. Deswegen herzlichen Dank an alle, die beim letzten Video ein bisschen interagiert haben und dadurch mein Video ein bisschen nach vorne gebracht haben. Naja, und damit war es das auch dann für heute. Ich bedanke mich natürlich auch heute mal wieder fürs Zuschauen an eurer Stelle. Wenn noch was sein sollte, schreibt es in die Kommentare und ich würde sagen, viel Spaß beim Zusammenstellen eurer Balkon- und Solaranlage und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.